Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family, die mittlerweile alle Ernest heißen. Oh, ich lieb's so. Und wie ihr schon seht, es hat sich hier ein bisschen was getan bei mir. Also wir haben jetzt hier ein bisschen bessere Qualität. Weiß noch nicht, ob alles hier hundertprozentig funktioniert, weil das ist jetzt ja der neue PC. Aber wir sind back, Leute. Wenn ich hier noch irgendwie was ändern muss oder so, dann werde ich es entweder selber tun oder ihr sagt mir, dass irgendwie noch irgendwas nicht stimmt, was mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Wir sind jetzt ready to go. Ich habe es schon sehr vermisst hier. Ich sag, wie es ist. Wie geht's euch allen denn hier? Sollte es vielleicht mal pieseln gehen? My girl ist auch am Stissel, aber sie ist absolut müde. Die haben schon wieder Durst, aber wir haben keine Päckchen mehr. We stayen auf jeden Fall. Und wir können noch einmal züchten. Das ist ja zumindest schon mal besser als gar nichts, oder? Es ist voll fancy, dass man das hier mit dem Zauber reparieren kann einfach. Und wir haben ja im letzten Part hier mit unserer Gartenarbeit begonnen. Das Gartenhäuschen gebaut. Ich lieb's sehr, ich sag wie es ist. Cloud möchte Täuschung mögen und ich finde, das ist eigentlich in Ordnung. Was soll er machen? Ich habe Angst, dass Bruno im heutigen Part sterben wird. Weil Seniorenhunde auf kurzer Zeitspanne, das funktioniert immer nicht so toll. Ihr seid übrigens so süß, ne? Hier die ganze Zeit labern. Nicht betteln. Hallo. Das gibt's ja nicht. Oh, er wünscht sich ein Baby mit Moon zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so sinnvoll ist, sage ich, weil Kinder sind halt schon Teenager, so, ne? Ich glaube, ich lasse die beiden auch schlafen. Einfach, damit die Nacht ein bisschen schneller rumgeht. Das hat ja lange angedauert, wow. Ach so, weil der Hund ihn geweckt hat. Ihn. Sie. It is, wie es ist. So, zeig mal. Wie schaut denn das aus? 21, juhu, wir haben ein Simoleon plus gemacht. Hat sich ja fast gelohnt. Vielleicht gehst du zu deiner Schwester. Eine L-Ritze. Level 2, hör mal. Und sie hat auch nochmal eine L-Ritze gefangen. Super. Das ist ja schon mal gut. Damit kommt ihr ja schon mal erstmal klar. Wir brauchen mehr Geld. Wirklich, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen die endlich zu normalen Menschen machen. Ich kann das hier nicht mehr. Ih, da ist ein Haufen im Haus. Why? Klo ist ja auch schon wieder Schrott. Heute ist Streichetag. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Ich sage, wie es ist. Vielleicht kann er ja mal einen Gelegenheitsjob machen. Obwohl, wait. Wir machen erstmal das hier. Mal gucken, was wir vorhaben. Und dann können wir danach entscheiden. Kaufe ein Teleskop. Ah! Aber wir haben schon ein Teleskop. Kaufe ein Teleskop und benutze es. Da wir ein Teleskop haben, müssen wir es eigentlich noch benutzen, oder? Hier, benutzt du es. Such es gleich nach einem Gelegenheitsjob. Weil wir brauchen Cash. Es benutzt jemand das Teleskop. Das ist doch super. Dann haben wir die Aufgabe auch schon mal erfüllt. Das ist immer prima. Sie wünscht sich eine Arbeitsaufgabe abzuschließen. Sie muss noch forschend debattieren üben. Theoretisch könnte daraus ja dann eine Beförderung herauskommen. And we love the Beförderung. Und er verbrennt hier nicht, ne? Nee, alles supi. Als ob wir jetzt schon wieder im Winter sind. Aber das hier funktioniert trotzdem. Geschützt. In der Saison. Kann sein, dass Plasmafruchtbäume immer wachsen? Das wäre natürlich fancy. Kann nicht mit den Pflanzen reden. Aber man kann doch mit Pflanzen reden. Das bringt doch eigentlich was. Er hat jetzt echt nicht so viele Fähigkeiten, ne? Also beziehungsweise er hat viele Fähigkeiten, aber alle auf einem niedrigen Level. Schelm Level 2. Wir haben nur Level 1. Das ist ein bisschen blöd. Dann nehmen wir doch das. Ist das nicht die Katie aus dem einen Let's Play von Nitralon? Anscheinend habe ich die mal abgespeichert und die ist in dieser Welt gespawnt. Wild. Ja, dann macht er das einfach mal. Und er beginnt zu brennen, deswegen... Vielleicht kann er sich ja um den Hund kümmern und ihn waschen. Bei ihr weiß ich noch nicht so ganz, wo sie hin will. Sie mag halt Snowboarden. Aber sie braucht ja irgendwie nochmal irgendwie ein anderes Hobby, was sie auch zu Hause machen kann. Vielleicht können wir sie ja ein bisschen programmieren lassen oder so. Ich finde das eigentlich ganz cool. Außerdem kann sie dadurch auch ein bisschen Geld verdienen. Wäre was, was halt ganz cool sein könnte. Sie kann es ja einfach mal ein bisschen machen. Und der Hund ist auch gebadet, super. Und sie hat bald ihr Level erreicht. Das ist auch sehr schön. Süß. Mayra Laurent. Nee. Wir reden hier nicht immer mit random Leuten. Was soll ich mit euren Hausaufgaben? Habt ihr die schon gemacht? Wow. Ihr seid ja krass, ey. Also ich habe immer bis Sonntag gewartet, du. Bis ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Unternehmerfähigkeit. Und er hat ein bisschen Trinkgeld bekommen. Sehr cool. Vielleicht kann er dann noch was machen? Dann nehmen wir vielleicht die Kisten. Und maybe kann sie dann auch eins machen. Ah, sie hat andere. Und die doch nicht, die sind nur anders aufgelistet. Und er sollte reingehen, weil sonst verbrennt er. Er kann ja nochmal... Guck mal, Tierkleidung ist, glaube ich, ganz gut. Hier eine Mütze für einen Huhn. Das ist es doch. Vielleicht ist es das auch nicht. Wer weiß. Boah, Plugins kann sie machen. Das Geile ist, der Lüfter von meinem PC
hustet mich so an, dass es wie ein Ventilator ist. Also es kann mir gar nicht zu warm werden hier. Ich habe schon wieder beide Durst, ne? Ich raste aus. Oh, aber die Sachen hier wachsen gut. Oh, süß. Er schnüfft noch an der Pflanze hier. Schreckprojekt fertig. Es hat 35 gekostet. 69! Boah, obwohl es schlechte Qualität ist. Mega gut. Ich weiß nicht, ob das funktioniert diesmal mit Foto mit Tier machen, aber ich würde es mal versuchen. Nimm mal den Hund hoch. Vielleicht hilft das ja. Erstmal so. Dann mach einfach so ein Foto, weil die stehen ja jetzt hier. Oh, die schmusen sogar, die Babys. Oh, ist das süß. Ich brauche davon auch einen großen Abzug. Ich sag, wie es ist. Wir haben keinen Platz mehr für Fotos. Liebs, wenn überall Fotos hängen. Wir werden irgendwann so 1000 Generationen gefühlt haben und trotzdem überall Fotos von Generation 1 und so hängen haben. Und ich liebe es einfach. Hier kam ein Erfolg durch mit 84 Simoleons. Mega gut. Oh, da hat jemand einen Hund adoptiert. Süß, aber ich weiß gar nicht, ob wir uns kennen. Keiner mag mich. Keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich also noch bemühen? Ich glaube, Jericho würde sagen, ich werde dich immer lieben. Ich glaube, das ist einfach so ein Süßer, der so sagt, so, ey, siehst du nicht, dass ich mich liebe? Dass ich dich liebe? Oh, yes, könnt ihr bitte BFF werden? Weil ihr seid so süß. Ja, die beiden verstehen sich ja wirklich richtig gut und ich liebe es sehr. Tiefe Verbundenheit. Oh. Großer Erfolg. Oh mein Gott. Das ist viel Geld. We love it. Aber sie hat jetzt gar keinen Bock mehr. Dann braucht sie erst ein bisschen Spaß und dann nochmal ein bisschen angeln und so für die Kiddies. So, das sieht doch schon mal super aus. Und dann geh bitte angeln. Er kann vielleicht auch angeln gehen. Dann geht das hier ein bisschen fixer vielleicht. So, er braucht auf jeden Fall Vampirenergie. Er muss definitiv schlafen diese Nacht. Sie chillt halt einfach ihr Leben. Dann hackt sie einfach mal. Und wenn sie fertig mit hacken ist, dann geht sie auch schlafen. 34 Simoleons immerhin. Dann soll sie einfach weiter sich mit Programmieren auseinandersetzen. Vielleicht kann sie ja später auch in so eine Programmierkarriere gehen. Das wäre schon irgendwie cool, oder? Also, ich weiß ja nicht, ob wir mit ihr weiterspielen, aber so oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie diese Karriere gespielt, also. Oh mein Gott, für Hasis! 13 Simoleons, juhu. Was machen wir heute? Heute machen wir die 66. Helfe ehrenamtlich aus. Süß. Ich glaube, dann gehe ich heute mal nicht mit denen mit in der Schule. Nein, nicht die Mülltonne umkicken, bitte. Don't do this. Why are you mad? Wenn ich immer sauer werden würde, wenn ich einen Trollpost sehen würde, dann weiß ich auch nicht. Dann würde ich, glaube ich, nie nicht sauer sein. Oh mein Gott, das hat irgendwie die Hälfte an Spaßbedürfnis gefüllt. Nur, dass sie ihn gestreichelt hat. Wie süß ist das? Er hat sich schon ganz schön lange nicht bei Ben gemeldet, ne? Müsste man sich auch mal drum kümmern. Strichprojekt abgeschlossen. 83, Hämmer. Wir brauchen zwar vor allem Plasmafrüchte, das dauert aber, glaube ich, noch einen Moment. Richtig gut, wir hier schon mal Sachen pflanzen können. Ernten heißt das. Die beiden können ja dann nach der Schule vielleicht ehrenamtlich dann aushelfen. This is a family life we deserve. Eingepfercht. Oh. I'm sorry, girl. Und er muss ohne Brille arbeiten. Wir haben Rechnung bekommen von 2000. Und unsere Haushaltshilfe ist da. Oh. Das heißt, wir brauchen noch dringender Geld. Ich halte das alles nicht mehr aus, Leute. Ist Zweierschülerin geworden und die beiden haben Projekte mitgebracht. Süß. Und er zeigt mal kurz die Rechnung, bevor wir es vergessen. Das mit der Suppenküche, weil der Rest ist, also beim Rest ist es ja wahrscheinlich, dass man vielleicht dann doch rausgeht. Zum Beispiel das Wandern ist ja auf jeden Fall draußen. Das ist draußen. Das ist eventuell draußen. Das könnte auch draußen sein, potenziell. Deswegen nehmen wir die Suppenküche, weil die ist definitiv nicht draußen. Das macht am meisten Sinn für unsere Vampire, ha? Huh? Wir haben einfach echt null Geld, ne? Ja, eine Beförderung, das haben wir gebraucht. 4 mehr die Stunde, wow. Schreibtisch-Namensschild, toll. Süß, wir können das sogar hier hinstellen. Klaus soll erwähnen, welche Arbeit er für die Suppenküche erledigen möchte. Soll er vor dem Haus servieren oder hinter dem Haus den Abwasch erledigen? Die sind doch draußen. Why? Ich dachte... Egal. Er geht natürlich hinter das Haus. Cloud geht sofort nach hinten, startet die Spielmaschine, ignoriert dabei die Anweisung des freiwilligen Koordinators zur Verwendung des Geräts. Kurz darauf setzt sich die Spielmaschine in Gang und das Seifenwasser überflutet den gesamten Flur. Na, super. Gelegenheitsjobs. Alles für eure Kinder. Ah. So, Möbelschleppen machen wir und sie könnte das mit Videospielen machen. So, auf geht's, Leute. Hey.
ehrenamtlich gearbeitet. Oh, lernt mal ein bisschen kochen hier. Und hab dabei Spaß. Ja. Yay, ein Erfolg. 99 Simoleons, sehr schön. Großer Erfolg. Ja, sehr schön. Oh nein, unkontrolliert trinken. Nein. Mir geht Schlafenstecke, bringt das wahrscheinlich nichts, oder? Hier, bevor sie auch so weit ist, hier, trink schnell. Es wurde unterbrochen. Sehr gut. So, es reicht, Moon. Yay! Schulprojekt fertig. Super. Das sind immer 80 Simoleons. So, was steht denn heute an? 126. Platziere ein neues Grundstück in der Welt und besuche es. I mean, können wir auf jeden Fall machen. Wir können ja mal schauen, ob wir hier irgendwie ein Grundstück haben. Das sind halt alles Häuser, normale, ne? Und hier gibt es, glaube ich, nicht so viel zu tun, oder? Wir brauchen mehr Gemeinschaftsgrundstücke, Leute. Also, wenn jemand irgendwie eine Idee habt, dann postet das gerne unter dem Hashtag. Gucken wir mal bei derzeit beliebt. Also ist vielleicht auch nicht so passend. Aha. Das ist auch wieder eher was dann für Kinder, ne? Karaoke. Yes. 40 mal 30. Das ist 40 mal 30. Aber das sieht richtig cool aus. Moon und Jerry Cody freuen sich da trotzdem drauf. Ich habe voll vergessen, dass die Hausaufgaben haben. Aber die haben wenigstens andere gemacht. Also wir gehen auf jeden Fall mit Moon und Jericho dann dahin. Die Kids, die haben hier in dem Club noch nichts zu suchen in ihrem Alter, ja? Was für ein Feuer? Wo? Was? Oh mein Gott. Nicht sein Ernst. Why? Okay, er hat sich selber schon mal gelöscht. Er hat Angst vor Feuer. Super. Das Feuer ist aus? Ja, ist es. Super. 376. Der Dings war aber nochmal viel teurer. Vor allem, wenn die Angst vor Feuer haben, ich glaube, dann lösen die auch schneller ein Feuer aus, ne? Oh, 20 Simoleons bekommen. Nee, ich möchte nicht meinen Job verlieren, danke. Gut gemacht. Dieser Haushalt erfüllt alle Bedingungen der aktiven Nachbarschaft in die Aktionspläne. Hey, dafür kriegen wir ganz schön viel an Vergünstigungen. 44. Oh, wow. Die Bäume sind schon gewachsen. Sehr schön. Lothario. Ja, komm. Die hacken wir. Oh mein Gott, die haben gar keinen Bock auf ihr Leben, ne? Können die mal kurzen Techtelmechtel haben, weil dann haben die sehr viel, sehr schnell wieder sehr viel Spaß. Wenn ihr versteht, was ich meine. No protection was used. Okay, dann lassen wir es davon abhängig machen, ob das jetzt hier was würde oder nicht. So, wie viel bringt das? 108, so. Und ihr zwei Süßen, ihr geht jetzt in diese Karaoke-Bar. Auf geht's, ab geht's. Wir hätten unsere Kumpels auch einladen können, ne? Aber egal. Oh mein Gott. Es ist mein Sim-Self. Von vor ein paar Jahren. What am I doing here? Was habe ich da an? Die können sich ja erstmal hier Happy Hour Getränk. Günstiger ist. Dann gerne. Rory ist auch hier. Hi. Hast du Start Birth Control? Ich weiß ja nicht. Aber hier, sag doch einfach mal, dass du sie lieb hast. Und dann musst du schon pissen. Toll. Romantisch. Es ist lila. Ich mag lila. Also eine richtige Karaoke-Anlage gibt es hier leider nicht, ne? Das ist schade. Das wäre irgendwie witzig gewesen. Der Abend ist Alien-Nacht, ach du Heilige. Hier, dann liebt euch doch mal ein bisschen. Das muss ja auch mal sein. Dass die anderen keinen Bock darauf haben, ist mir egal. Ich find's süß. Ich sag, wie es ist. Dass die hier so noch ein bisschen flirty sind und so. Ihr könnt euch auch noch was zu essen bestellen. Also ich meine, wenn wir schon hier sind, dann gönnt euch halt was. I'm truly a fan of them. Warum steht sie am Anfang eines Burnouts? Ich habe sie extra normal arbeiten lassen. Ich glaube, Yoga hilft und so, ne? Aber wir lassen es erstmal. Ihr hattet auf jeden Fall einen schönen Abend miteinander. Aber ich würde trotzdem gerne einen Schwangerschaftstest machen, einfach um sicher zu gehen, ob da jetzt was läuft oder nicht. Sie sieht so dann aus mit ihrem Leben, ne? Ach, Moon ist nicht schwanger. Phew! Alles fit. Also ich meine, es wäre auch okay gewesen, wenn es so gewesen wäre, ne? Aber ich sag, wie es ist. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt noch unbedingt ein Kind haben müsste. Okay, er mag Geschicklichkeit nicht, das ist in Ordnung. Aber du musst es leider trotzdem tun. Ich würde dann an der Stelle aber auch den Part beenden, denn ich denke, wir haben jetzt 3 Tage, glaube ich, gespielt. Ich denke, das reicht. Wir haben auf jeden Fall einiges erreicht, würde ich sagen. Also wir haben viel Geld gemacht, aber wir haben auch viel Geld verloren. Aber wir kommen dem Ziel hoffentlich näher. Wir haben zwar weniger Geld als letztes Mal, aber das Leben ist kein Ponyhof. Wir machen das schon noch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!